Hey Freunde, Andi hier und herzlich willkommen zur Jubiläums-Episode von Danganronpa. Wir sind in Video Nummer 30, ich wollte gerade sagen Chapter 30, aber das wäre hart gelogen. Wir sind in Kapitel 6 und wie ihr oben links seht, haben wir mittlerweile schon Nachtzeit. Deswegen auch dieses wunderschöne blaue Menü, diese gechillte Background-Musik und schon wieder stand ich in Kyokos Schuld. Kyoko, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ohne dich hätte ich wohl nichts mehr gehabt. Dank mir noch nicht. Der wahre Kampf steht vor der Tür. Ja, du hast recht. Aber trotzdem bin ich erleichtert, dass es gut geendet ist. Ich war mir nicht sicher, ob unser Feind das Kompromiss annehmen würde oder nicht. Aber warum würde der Drahtzieher überhaupt dem zustimmen? Ich meine, was erhält er durch eine finale Auseinandersetzung? Er hatte keine Wahl, als es anzunehmen. Hä? Ich rede über den Moment, als der Drahtzieher nicht aufgepasst hat. Wann war das? Ich hab's zwar nicht aus erster Hand erfahren, aber erinnerst du dich, was der Drahtzieher gesagt hat? Er meinte, er hätte die Radiowellen gekapert, um das Mordspiel der ganzen Welt übertragen zu können. Ja, sowas in der Art hat er gesagt. Aber was hast du gedacht, nachdem er das gesagt hat? Du konntest es wohl kaum glauben, oder? Naja, ich meine, das scheint relativ unmöglich, oder? Genau, so etwas passiert nicht oft. Also kann man es sich nicht vorstellen. Anders gesagt, so etwas ist sehr schwer. Aber trotzdem schafft es der Drahtzieher. Aber denk mal anders, es muss einen Grund geben, weshalb er so etwas machen musste. Einen Grund? Er musste es der Welt zeigen, egal was es kosten möge. Er musste es zeigen? Der Drahtzieher war ziemlich hartnäckig, uns nicht direkt zu töten, aber zwang uns, einander zu ermorden. Und alle Vorschriften wurden so entworfen, um genau dies zu ermutigen. Ja, wenn diese dummen Vorschriften nicht existieren würden, hätte niemand den anderen ermorden müssen. Letztendlich war das Endziel des Drahtziehers, dass wir uns gegenseitig ermorden und verraten. Das wollte er übertragen. Aber warum? Correct. Um etwas zu beweisen, höchstwahrscheinlich. Etwas zu beweisen. Makoto, jetzt hör auf, wieder die letzten drei Worte hier zu wiederholen und Fragezeichen hinter zu werfen. Das ist so diese 0815, ich höre dir zu Taktik. Einfach die letzten beiden Worte wiederholen und Fragezeichen zu machen. Das habe ich schon mal angesprochen, aber ich finde es immer wieder witzig. Hey. Die Außenwelt hat einen Namen für Studenten der Hope's Peak, oder? Du meinst die Hoffnung der Zukunft, oder? That's right. Genau, wenn diese Hoffnung sich einander ermorden würde und die Verzweiflung und zur Verzweiflung werden würde, Alter. Hätte der Drahtzieher bewiesen, dass die Verzweiflung der Hoffnung überlegen ist. Und das ist sein Ziel. Als ultimative Verzweiflung. Ich kann heute einfach nicht mehr reden, ey. Was? Er möchte beweisen, dass Hoffnung der Verzweiflung unterlegen ist? Aber, das ist lächerlich. It's true. Korrekt, es ist lächerlich. Komplett irrational. Es ist ein Plan, den nur jemand namens ultimative Verzweiflung erschaffen kann. Die Gruppe, dessen Zweck nur von Verzweiflung angetrieben wird. Aber, ist das der einzige Grund, dass wir alle so leiden? Makoto. Ich weiß, wie wütend du sein musst. Allerdings hat genau dieser Zweck sie verraten. Was? In other words. Deren Ziel ist es, wie gesagt, das Mordspiel zu übertragen. Deswegen musste der Drahtzieher, oder eher gesagt, mussten die Drahtzieher ihre Vorschriften befolgen. Hätten sie es nicht gemacht, wäre dies kein Spiel, sondern ein Amoklauf gewesen. Zumindest hätten es so die Zuschauer gesehen. Und deswegen konnten sie niemanden von uns töten ohne Regelbruch, richtig? Indeed. Exakt. Egal wie sehr sie mich hassten, konnten sie mich nicht hinrichten, weil ich niemals gegen eine Regel verstoßen habe. Junko verstieß gegen sie, also wurde sie hingerichtet. Aber bei mir konnten sie keinesfalls ohne weiteres eingreifen. Right. Stattdessen benutzten sie also ein Klassengericht, das nach allen Regeln nachging, um mich töten zu lassen. Zwar haben sie gelogen, aber den Zuschauern konnte es nie auffallen. Letztendlich sollte ich der Täter werden. Aber selbst das hat nicht funktioniert. It's true. Ja, dank dir. Und deswegen... Und wegen diesem Versagen gingen die Drahtzieher noch ein höheres Risiko ein. Sie versuchten dich anstelle zu töten. Jedoch warst auch du nicht der Mörder von Mokuro. Und als das im Fernsehen losgestellt wurde, musste der Drahtzieher deinen Kompromiss annehmen. Indeed. Um zu beweisen, dass Verzweiflung besser als Hoffnung ist, müssen sie uns rechtlich besiegen. In other words. Sonst hätte es für die Drahtzieher schlecht ausgesehen. Aber all das war nur ein Bauchgefühl, oder? Und du konntest sie trotzdem überzeugen. Wow. However.
Das war auch dank dir. Ohne deinen Glauben in mir hätte der Weg uns nie offen gestanden. Ich kann nicht glauben, wie viel du über den Razzi herausgefunden hast. Ich hatte keine Ahnung. Wrong. Aber letztendlich konnte ich nichts beweisen. Es war bloß meine Einschätzung. Alles war eigentlich nur eine Wette. Aber anscheinend lag ich richtig. Warte, etwas ergibt hier keinen Sinn. Wenn es stimmt, dass es tatsächlich mehr Drahtzieher sind, dann wie? Wie konnten wir sie dann ablenken? Eigentlich kann es doch nur... Um ehrlich zu sein, war ich schon lange nicht mehr so nervös. Mir ist nicht aufgefallen, dass du nervös warst, Kyoko. Du schienst völlig selbstsicher, als du entschieden hast, mit ihm zu reden. Nun, ein starkes Auftreten an den Tag zu legen, ist ein grundlegender Teil, um jemanden zu überzeugen. Außerdem hätte meine offensichtliche Unbehaglichkeit dich nur noch viel unruhiger gemacht, oder? Ja, das stimmt vermutlich. However. Jedenfalls können wir uns noch nicht ausruhen. Wir haben gerade eine weitere Gelegenheit zum Kampf errungen. Allerdings müssen wir sie ausnutzen. Correct. Oder alles bis jetzt ist vergebens gewesen. Wenn wir den Drahtzieher hier nicht besiegen können, wird er unsere Leben nehmen. Wir müssen gewinnen. Hey. Aber bevor wir weitermachen, müssen wir den anderen Bescheid geben. Gute Idee. Schließlich kennen wir unsere wahren Feinde jetzt. Jetzt müssen wir nur noch zusammenarbeiten und den Drahtzieher gemeinsam zerstören. Kooperation. Ist das wirklich möglich? Ha? Beeilen wir uns. Sie sind vermutlich nahe des Schlafareals. Sollen wir? Übrigens, eine Sache ist mir aufgefallen, als ich heute angefangen habe, dieses Video aufzunehmen. Und zwar... dass ich vergessen habe, euch nach den fucking Freetime-Votes zu fragen. God damn, ich hab's nämlich absolut nicht mehr am Schirm gehabt. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob wir in dieser Episode einen Freetime kriegen. Wenn nicht... Warte mal, haben die nicht gesagt, die sind in der Nähe der Schlafareale? Da bin ich auch gerade. Mich verarschen? Ich laufe jetzt an mir rum und nach gehe ich in die Cafeteria. Ich guck mal die Map an. Aber wie gesagt, sollte es in dieser Episode eine Freetime geben, werde ich es einfach nach dem Voto machen, wie es sonst auch immer gewesen ist. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben ja immer mal so Kandidaten, die gerne hochgewertet werden. Von daher werde ich einfach mal nach meinem Bauchgefühl gehen. Wo zum Teufel sind die alle? Hat doch gerade gesagt, in der Nähe der Schlafareale. Das sind die Schlafareale. Oder ist das einfach nur Lost in Translation? Es gibt nur diese drei Bereiche. Wollt ihr mich verarschen? Ich guck mal, ob ich jetzt einfach schlafen gehen kann oder ob Kyoko sagt, nein, wir müssen woanders hin. Das ist mein Zimmer, aber ich kann noch nicht zurück. Blöd. Kyoko war hier. Hauptsache, sein Zimmer ist neben Sayako und Kyoko. Gibt es einen Grund, weshalb du mein Zimmer untersuchen möchtest? Komm, wir müssen sie suchen. Jesus Christ. Gehen wir mal hier rein. Schade, dass die uns nicht auf der Karte angezeigt werden, aber hier treffen wir uns ja meistens, von daher wird es ja nur Sinn machen, wenn die hier sind. Nachdem wir die Mensa betreten haben, gesellte sich plötzlich jemand zu uns. Du schon wieder. Ist er kaputt? Ich schätze, dass seine emotionale Instabilität ihre Grenzen erreicht hat. Was auch immer. Ich frage mich, was das sollte. Ich konnte nicht anders, als erleichtert zu seufzen. Ah! Is that Makoto? You guys! It is! There's no two ways about it, that's Makoto! Falls euch keine Wunder, die denken ja noch, dass Makoto gestorben ist. Huh? You survived? Jeez, you're like a stubborn little cockroach, you know that? I'm just asking to make sure, but you're not a ghost, right? Jeder war hier. All meine Freunde, die mit mir gelitten und überlebt haben, bis jetzt. Sobald ich ihre Gesichter sah, konnte ich nicht anders, als Tränen zu vergießen. What? Warte, was ist das für ein fürchterlicher Geruch? What the heck? Ja, Mann, das stinkt total. Es ist Makoto, er stinkt wie ein nasser Hund. Weg mit dir. Und in Willeseile trockneten meine Tränen wieder. Oh. Reden wir mal mit unserem kleinen Anführer. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du überleben konntest. Ja, ich auch nicht wirklich. Weißt du, weshalb du der Hinrichtung entkommen konntest? Es war alter Ego. Er hat mein Leben gerettet. Nicht viele Gemeinen können behaupten, von einem Computerprogramm gerettet worden zu sein. Zumindest hattest du jetzt eine Nahtoderfahrung. Ja, beste Leben, Alter. Wir haben keine Zeit, um dieses glückliche Wiedertreffen weiter anhalten zu können.
Wir werden kurz erklären, was Makoto und ich gerade mit Monokuma besprochen haben. Yes. Erklären? Was erklären? Hm. Aber es ist okay, du bist hier, nicht wahr, Makoto? Wenn dich der Drahtzieher findet, es ist okay, dass du hier bist. Entschuldigung, ich glaube, ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Love you guys trotzdem. It's true. Das führt auf unser Treffen mit ihm zurück. Wir müssen euch über das letzte Gericht aufklären. Das letzte Gericht? In other words. Wir werden Mokoros Gericht wiederholen. Huh? Was? Warum? How about that? Aber Makoto hat sie doch getötet, oder? Ich hoffe, jemand würde dich mal töten. Nein, nicht mehr am geringsten, Hiro. Wrong. Makoto ist nicht der Mörder und niemand in diesem Raum konnte es gewesen sein. Wer ist es dann? I see. Sie möchte uns mitteilen, dass es alles die Arbeit des Drahtziehers gewesen ist. Huh? Der Drahtzieher hat also Mokoro umgebracht? That's right. Korrekt. Es war alles eine ausgeklügelte Finte des Drahtziehers. Makoto hat sich schon viel früher erkannt, weswegen er alles tat, um sie zu stoppen. However. Aber seine Entscheidung bedeutete, dass er dann als Täter gebrandmarkt werden würde. What did you say? Du hast die Finte erkannt, Makoto. Sie lassen das so schwierig klingen. Eigentlich habe ich nicht viel gemacht. However. Aber Makoto hinzurichten, jemand, der kein Täter war, würde als Regelbruch gelten. Die Vorschriften besagen, dass nur der Täter hingerichtet werden würde, sollte er entdeckt werden. Das bedeutet wiederum, dass der Drahtzieher gegen seine eigenen Vorschriften verstoßen hat. Danach haben wir ihn aufgesucht und wollten ihn überzeugen, das Gericht zu wiederholen. Und der Drahtzieher hat ihm zugestimmt? Er hatte keine Wahl. Ihr habt die Übertragung als Überzeugungsmittel verwendet, korrekt? Korrekt. Sehr aufmerksam von dir. Naturally. Ich erinnere mich an deine Worte. Jetzt weiß ich, was du mit Drahtzieher in die Enge getrieben meintest. Hey, könnt ihr mich mal aufklären? Wenn du es nicht verstehst, kannst du später mit Kyoko reden. Alleine. Aber was tun wir jetzt? About that. Wir müssen herausfinden, wer Mokoro ermordet hat. Anders gesagt, wir müssen den Drahtzieher finden. Aber dahinter verbirgt sich noch mehr, oder? Leider ja. Wenn wir gewinnen und entkommen wollen, müssen wir jedes Mysterium hier lösen können. Jedes Mysterium? Aber es gibt so viele. But wir wissen doch fast gar nichts. Anyway. Sollten wir es nicht schaffen, sterben wir alle. Oh, alle? No. Warum zieht er mich damit rein? Hey, wer hat gesagt, dass ich da mitmache? Yeah. Ich bin hier zufrieden, solange ich unendlich mit Master leben kann. Ich will so schnell wie möglich entkommen. Anyway. Jedenfalls wird es diesmal schwieriger, das bevorstehende Gericht zu überleben. Interesting. Man kann es seinen letzten Entscheidungskampf nennen. Das nenne ich eine befriedigende Entwicklung. Wir müssen also den Drahtzieher rausfinden, Mokoros Killer finden und alle Mysterien lösen. Das ist eine verdammt lange Liste. Dieses Mal ist es aber anders. Wir kennen alle jetzt unseren Feind. Sofern wir also zusammenarbeiten und uns anstrengen, werden wir Berge versetzen. Dem stimme ich nicht zu. Ich kann dem nicht zustimmen, Makoto. Du kannst mir nicht zustimmen? Warum denn nicht? Ich meine, indem wir zusammenarbeiten, können wir einfach alles rausfinden. Indeed. Das dachte ich auch. Allerdings gab uns Monokuma einen Hinweis. Hinweis? Soll ich euch einen Hinweis geben? Ich bin mir sicher, dass es euch bereits gesagt habe, aber trotzdem werde ich mich wiederholen. Dieses Mordspiel begann mit 16 Studenten. Und die einzigen, die die Hope's Peak seit dem Mordspiel betraten, sind nur diese 16. I see. Das hat Monokuma also gesagt, ha? Huh? Dann verstehe ich Kyokos Anliegen vollkommen. Hä? Aber warum? Wenn der Drahtzieher in der Tat Mokoros Mörder ist, bedeutet das, dass der Drahtzieher die Akademie betreten haben muss, richtig? Vielleicht könnte Monokuma Mokoro ermordet haben, aber den Tatort so zu verschleiern, wäre für ihn schwer. Aber laut Monokuma haben nur 16 Studenten die Schule jemals betreten. Diese 16, die an dem Mordspiel teilnehmen. Dann muss der Drahtzieher in der Haupthalle am ersten Morgen gab es nur 15 Studenten. Mit Mokoro sind es 16. Also muss der Drahtzieher einer von denen sein? That's right. Und die einzigen Überlebenden sind wir. Muss ich noch fortfahren oder wird die Problematik langsam klar?
Der Razzia ist einer von uns? Nein, das geht nicht. Warte, dafür gibt es keine Beweise. Monokuma hätte doch einfach lügen können. Es ist definitiv eine Möglichkeit. Aber es ist doch eine Möglichkeit, dass der Drahtzieher tatsächlich unter uns weilt. Und das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ignorieren dürfen. Ja, ich meine, der Drahtzieher ist die ultimative Verzweiflung, also muss er auch ein Student sein. Es ist gut möglich. Aber wenn das stimmt, dann muss einer von uns Monokuma irgendwie steuern können, oder nicht? Aber hat sich jemand jemals verdächtig verhalten, als Monokuma in unserer Nähe war? Nein. Daraufhin... Vielleicht versteckt man sich und kontrolliert ihn geheim. Das wäre aber dann aufgefallen, findest du nicht? Dann wäre Monokuma ein Autopilot. Dann war Monokuma ein Autopilot. Es ist möglich, dass der Drahtzieher lauter Dialoge einprogrammiert hat. Aber dann hätte er sich nicht so aktiv mit uns unterhalten können, oder? Naja, völlig unmöglich ist es nicht, wenn er den Gesprächsverlauf gesteuert hätte. Aber trotzdem... Verpisst euch jetzt ins Bett! School announcement. You've all probably figured this out by now, but at this point, the killing game has now entered true ending mode. Im Englischen sagt er das nochmal geiler. Ihr habt es vermutlich gerade schon die meisten von euch gehört, aber er sagt im Englischen, dieses Mordspiel, was ihr jetzt gerade habt, ist auf der True Ending Route. Also das wahre Ende quasi, so ein Fourth Wall Breaking wieder. So, in the name of fairness, I will unlock every room in the school. Look wherever you want. Solve the mystery in whatever way you see fit. Then we can all meet up at the class trial, okay? Ich weiß nämlich gar nicht, ob es Freetime gibt, gerade weil wir jetzt quasi komplett erkunden können. Wäre dämlich, jetzt noch Freetime einzubauen, nach dem Motto, ey, wir können jetzt alle abhauen, aber lass uns erstmal noch einen Kaffee zusammen trinken. Ja! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Monokuma liebe und dass ich immer noch meine Stofffigur von Monokuma hier rumliegen habe? Ist einfach geil. Wie großzügig von ihm, alle Räume zu öffnen. Unser Strategiegespräch endet hier. Wir müssen jetzt mit unseren Ermittlungen beginnen. Aber ich plante schon von Anfang an, alleine zu arbeiten. In the name of my family. Ich liebe dieses In the name of my family. Zu diesem Zeitpunkt kann ich mich nur noch auf mich selber verlassen. Auf das Blut, das in meinen Adern fließt. Ich werde keine Zeit verschwenden, mich um euch Gedanken zu machen. Ihr tragt selber Verantwortung. Goodbye. Lebt wohl. Nach seiner letzten Aussage verließ Byaku ja die Mensa. Meister, warum nimmst du mich nicht mit? Warum sollte er? Ohne Meister ist das wie Milchkaffee ohne Milch oder Kaffee. Ihr seid alle völlig nutzlos. Also, tschüss. Danach stapft auch Toko aus der Cafeteria. Und jetzt ist auch sie weg. Ich nehme an, du machst das gleiche, Kyoko. Indeed. Richtig. Übrig bleiben Makoto, Hina und ich. Wisst ihr was? Ich gehe auch alleine. Hey, warum? Ich muss alleine sein, um eine spirituelle Verbindung aufzubauen, die den Drahtzieher auffliegen lässt. Während Hiro lachte, verließ auch er die Cafeteria. Wird jetzt echt jeder alleine ermitteln? Ich weiß, was ihr alle denkt. Wir nehmen Hina jetzt nicht mit, Freunde. Möchtest du mit mir ermitteln? Und alle Herzen von euch schlagen gerade höher. Zwar vertraue ich dir, aber ich würde eher alleine nach Beweisen suchen. Und alle Herzen von euch sinken wieder. Ich habe Angst, dich irgendwie aufzuhalten, weil ich noch nicht so nützlich gewesen bin. Ich habe mich immer auf Sakura verlassen. Das stimmt gar nicht. Wärst du nicht stark oder nützlich, wärst du schon längst gestorben. Makoto. Das ist echt nett von dir. Aber trotzdem weiß ich, dass ich noch nicht so viel gemacht habe. Okay. Ich will alleine etwas finden, das uns hilft, hier zu entkommen. Nein, ich werde etwas finden. Nimm es mir nicht übel, okay? Bis bald. Motiviert ließ Hina mich zurück. Und schon wieder. Nur noch wir zwei. Indeed. So scheint es. Also, wirst du auch alleine ermitteln, Kyoko? However, versteh mich nicht falsch. Nur weil wir getrennt suchen, bedeutet das nicht, dass wir später nicht zusammenarbeiten können. So, das gilt für uns alle. Ich weiß, was sie meint. Eine eigene Ermittlung zu machen, bedeutet nicht, dass wir später nicht kooperieren können. Auch sie will uns aufteilen, damit wir mehr Gegenden erkunden können.
Und danach können wir unsere Funde besprechen. Ja, so ist es. Dann würde ich jetzt gehen. Ich habe eine lange Liste, die ich abarbeiten möchte. Monokuma sagte, alle Türen der Schule seien offen, richtig? Und ich muss meine Vibration ausstellen, weil ich glaube, das habt ihr gehört. Chris, hör auf damit! Nicht hier meine Videos, du Penner. Dann können wir jede Ecke dieser Akademie auf den Kopf stellen, um Antworten zu kriegen. Genau, wir können alle Gegenden erreichen, zu denen wir vorher keinen Zugriff hatten. Makoto, wir müssen die Wahrheit finden. Dafür ziehe ich alle Register. Danach war Kyoko verschwunden. Damit wäre nur noch ich hier. Ich darf meine Zeit auch nicht verschwenden. Free time! Eine letzte Ermittlung steht an. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Drahtzieher einer von uns sein soll. Aber das muss ich beweisen. Ich muss beweisen, dass der Drahtzieher keiner von uns ist. Indem ich die wahre Identität des Drahtziehers sowie alle Mysterien dieser Akademie entlüfte. Entlüfte? Ermögliche uns, ich uns allen Frieden! So, die Monokuma-Akte. Die Explosion verdeckt die Identität des Opfers. Es wurde allerdings bestätigt, dass es vor der Explosion bereits verstorben war. Das Opfer litt an einem einzigen Messerstich, welcher komplett durch den Körper fuhr. Außerdem wurde sein Kopf in etwas beschädigt, welches die gleiche Dicke eines Metallrohrs hatte. Man erkennt auch unzählige andere Wunden, welche allerdings schon einige Tage alt sind. Sobald wir wissen, wer Mokuro Ikusaba ermordet hat, werden wir auch wissen, wer der Drahtzieher ist. Wo soll ich mit meinen Ermittlungen anfangen? Vielleicht wäre es keine schlechte Idee, den vorher versperrten Gegenden einen Besuch abzustatten. Welche waren das? Ich glaube, es waren das Direktorbüro, das Biolabor, der Raum hinter der Monokuma-Tür und das zweite Schlafareal. Und ich mache mir jetzt gerade mein Foto davon, weil ich die Scheiße ansonsten nämlich vergessen tue. So, zackedi-packedi. Danach sollte ich die Orte, die auf den Mord zurückführen können, erneut untersuchen. Das schließt den Garten und das Dojo ein. Gut, beginnen wir mit der Suche nach Antworten. Oh, wichtige Orte. Okay. Wir beenden den... Nein, das war ein Scherz. Als könnte ich das Ganze jetzt beenden. Und wäre das Ganze jetzt ein Livestream, würde ich mit euch das Ganze durchgehen und euch fragen, wo wir als nächstes hingehen. Aber ich weiß, wo ihr hin wollt. Und deswegen gehen wir zum Direktorbüro. Das ist das hier, ne? Das ist Datencenter. Das ist das Direktorbüro. Gucken wir uns erstmal die spannenden Sachen an. Den Raum hinter Monokuma machen wir übrigens als letztes. Vielleicht heute nicht. Mal gucken, wie gut wir durchkommen. Das Direktorbüro. Hi, Byakuya. Das ist also das Büro des Direktors. Ich habe schon vieles darüber gehört, aber das ist das erste Mal, dass ich es selber sehe. Oh, Makoto, du bist es. Byakuya. Okay, was haben wir hier alles? Nehmen wir mal das hier. In der Vitrine kann man Trophäen und sogar ein Schild sehen. Wow, thank you. Makoto, gedenkst du, mich zu ignorieren? Sollten wir fliehen können, will ich, dass du dich hieran erinnerst. Dann rede ich halt erst mit dir, aber erstmal gucke ich mir die ganzen Zettel hier an. Auf dem Boden sind sämtliche Dokumente verstreut. Irgendwie sieht das bedrohlich aus. Nehmen wir noch den Schrank. Das Bücherregal sieht sehr teuer aus. Es ist mit vielen Akten und Büchern ausgestattet. Okay, dann reden wir halt mit Byakuya. Gutes Timing. Möchtest du, dass ich dir etwas Interessantes zeige? Was ist denn so interessant? Und warum geht die Musik weg? Byakuya, was los? Das. Es lag auf dem lächerlich pompösen Schreibtisch. Das wollte ich mir gerade anschauen, du Penner. Klasse 78. Studentenregister? Es enthält Profile von uns allen, Mokuro eingeschlossen. Anscheinend meint man mit Klasse 78 und. Lass mich diesen Investigation Juice trinken. Warte, als wir Mokuros Profil in Kyokos Zimmer gefunden haben. Richtig, auch dort wurde Klasse 78 erwähnt. Hierher musste Kyoko also dieses Profil. Hier musste Kyoko dieses Profil erhalten haben, bla bla. Und wenn man bedenkt, dass ihr Profil mit den anderen in der Akte gelegen hat, existiert kein Zweifel, dass Mokuro Student der Hope's Peak gewesen sein muss. Wie wir. Mokuro Ikusaba, die 13. Studentin. So musste Kyoko wohl an die Informationen gelangt sein. Allerdings schien Kyoko in Eile gewesen zu sein. Was meinst du damit? Ich meine, als sie es gestohlen hatte.
Die uneinheitliche Abtrennung, der unübersichtliche Zustand des Papiers. Sie war anscheinend gestresst. Naja, wenn ich etwas stehlen würde, würde ich auch so schnell wie möglich raus wollen, oder? Was willst du denn damit andeuten? Sie war so in Eile, dass sie den Rest übersah. Den Rest? Hm. Korrekt, Mukuros Profil enthält tatsächlich 2 Seiten. Was? So in other words. Anders gesagt, bezüglich des Profils gibt es noch mehr Informationen, die wir noch nicht besitzen. Welche Art Informationen? Warum fragst du mich, jedes einzelne Detail für dich auszulegen? Du kannst lesen, oder etwa nicht? Es scheint eine Art Bericht zu sein, welcher vom Direktor selbst erstellt wurde. Hm. Zwar weiß ich nicht, was für ein Mann er war, aber ich danke ihm für solch einen Hinweis. Anstatt Byakuya zuzuhören, fokussierte ich mich auf den langen Text vor mir. Mukuro tauchte plötzlich wieder auf, ein gewisses Wesen im Schlepptau. Ich betitelte es ultimative Verzweiflung. Momentan kann ich mir nicht sicher sein, ob es bloß eine Person oder eine Gruppe war. Aber es steht fest, dass Mukuro definitiv eine Verbindung zum Geschehen hat. Ich habe ein äußerst schlechtes Gefühl hierüber. Schleunigst muss ich mehr darüber herausfinden. Währenddessen wäre es auch von Vorteil, Mukuros Verhalten zu beobachten. Zwar ist es bloß ein Gefühl, aber ich glaube, dass Mukuro gefährlich ist. Trotz zahlloser Kämpfe, die sie während ihrer Zeit als Mitglied von Fenrir durchmachen musste, wies sie keinerlei Zeichen von irgendwelchen Verletzungen, Narben, Wunden etc. auf. Als sie an der Hope's Peak angenommen wurde, das bedeutet, dass sie ein fähiger Krieger ist. Eigentlich möchte ich nicht so über sie denken, schließlich nenne ich sie auch eine Schülerin. Aber wenn sie andere Schüler gefährden könnte, muss ich eingreifen. Mukuro war Teil der ultimativen Verzweiflung. Ich glaube nicht, dass man das noch hinterfragen könnte. Aber würde das nicht bedeuten, dass Mukuro und der Drahtzieher Verbündete gewesen sind? Also, warum? Warum würde er Mukuro töten? Außerdem schien selbst der Direktor ängstlich wegen der Fähigkeit von Mukuro. Man hätte sie in einem Hinterhalt angreifen müssen, um sie zu töten. Oder vielleicht ist der Drahtzieher noch stärker. Das wäre sehr schlecht für uns. Was ist falsch? Hä? Du scheinst vom Gedanken geplagt zu werden. Wenn das so ist, möchte ich deinen Kopf lüften. Eine bestimmte Information in dieser Akte solltest du dir merken. Und zwar? Das Foto. Das Mädchen, das in unserer Klasse war. Hiermit solltest du in der Lage sein, es genauer zu identifizieren. Helfen tun noch andere Informationen hier. Ihre Körperwerte, diese kannst du dir nach Belieben später durchlesen. Was denkst du? Was ich denke, im Sinne von, ob ich sie schön finde? Du hoffnungsloser Idiot. Ich versuche dir mitzuteilen, dass all diese Fragmente ihre Identität enthüllt haben. Ihre Leiche wird auch einiges beweisen. Warte. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Leiche eigentlich gar nicht Mukuro gehört? Will er mir das sagen? Meine Theorie, die ich später schildern werde, erscheint mir solide und unterstützt. Allerdings werde ich noch einige Beweisstücke finden und selber bestätigen, dass sie wahrscheinlich oder morbid ist. Bis dann. Byakuya, anscheinend hat er etwas rausgefunden. Nett! Mukuros Profil wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Noch etwas. Zuletzt möchte ich dir noch einen Ratschlag geben, also pass auf. Ein Ratschlag? Für mich? Du und Kyoko, ihr versteht euch gut. Nicht unbedingt, wir helfen uns einfach nur. An deiner Stelle würde ich ihrer Leitung nicht blind folgen. Hä? Den Preis völligen Glaubens kannst du nicht zahlen. Was willst du mir damit sagen? Nenne es eine Vermutung. Eine Vermutung? Makoto, auf damit! Aber sei versichert, dass meine Vermutungen dazu neigen, richtig zu liegen. Du entscheidest, was du tust. Ich werde deinen Ratschlag annehmen, danke. Boah, Mund wieder fusselig hier redet, Freunde. Wenn ich mir mal so unsere Beweise bisher anschaue, kann ich euch guten Gewissens sagen, dass wir in diesem Part nicht fertig werden. Denn die Zeit, die wir gerade dafür aufopfern und nicht in der Free-Time haben, die haben wir extra an der Investigation. Ich denke, das wird auch der große Grund sein, warum sie die Investigation, ich wollte eigentlich das letztes hier reingehen, aber ich liebe euch einfach, gemacht haben und nicht die Free-Time, weil es ja zeitlich einfach passt. Hey Makoto! Hey Makoto, willst du dich auch hier umsehen? Ich weiß, dass mich niemand ansprechen würde, weil ihr alle nur in die Tür wollt. Deswegen quatsche ich dich jetzt einfach an. So sieht's aus. Hi Hina.
Ich kann nicht aufhören, über diese Tür mit dem Monokuma zu denken. Deswegen dachte ich mir, dass es die perfekte Gelegenheit wäre, sie zu untersuchen, da jetzt alles hier geöffnet wurde. Aber alleine wollte ich sie nicht aufmachen. Denn von einer Explosion zu sterben, würde meine Woche richtig vermiesen. Also bitte öffne du sie. Ich bin mir sicher, dass sie es nicht so meinte, aber es hörte sich so an, als ob sie mich sterben lassen wollte. Hashtag thanks, Hina. Okay, also. Ich öffne sie. Ah, warte, bevor du loslegst, ich brauch Schutz. Aber scheiß auf dich. Hina rannte zu einem naheliegenden Schreibtisch und versteckte sich unter ihm. Okay, los. Es wird nichts passieren, oder? Ein Versuch ist's wert. All meine Kraft, die ich anwendete, schien vergebens, weil sich die Tür so leicht öffnen ließ. Zum Glück gab es keine Explosion. Mein erster Eindruck war: Wow, wie modern sieht es hier denn aus? Ja, das gleiche habe ich auch gedacht. Ich meine, überall in dieser Akademie wird mir schlecht, aber dieser Ort ist eine Ausnahme. Es ist einfach gruselig. Was ist das Gerät? Bruder, Hinachika, was ist das Gerät? Ist der Gerät, der macht alles, der Gerät wird nicht müde. Es sieht wie ein Bedienfeldgerät aus. Ziemlich übertrieben sozusagen. Es erinnert mich an Militärausrüstung. Das Ding sieht wie ein Bedienfeld in so einem Cockpit aus. Hifumi wäre sicher ausgerastet. Cockpit? Im Monokuma-Raum gibt es also ein Bedienfeld, das an ein Cockpit eines Flugzeugs erinnert. Soll mir das etwas sagen? Ich werde jetzt zufällig irgendwelche Knöpfe drücken, bis die Metalllücke in der Haupthalle Geräusche macht. Das ist eine sehr, 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 sehr schlechte Idee. Aber es war bereits zu spät. Hina begann bereits, das ganze Bedienfeld einzunehmen. Hä? Ich habe was gehört. Ja, es kam aus dem anderen Zimmer. Hina, was hast du angefasst? Keine Ahnung, aber ich glaube, dass es der da war, der Knopf, auf dem Datencenter steht. Datencenter? Ich schaute mir das Feld genau an und sah mehrere Knöpfe, die alle einen Namen in der Gegend trugen. Und wie Hina sagte, gab es einen Knopf, wo Datencenter drauf stand. Das muss er sein, den Hina gedrückt hat. Aber das Datencenter ist nebenan, der Raum, in dem wir gerade drin waren. Von dort kamen die Geräusche. Ich sollte mir etwas einmal ansehen. Ja, bitte, ich habe gerade viel zu viel Angst. Also bitte ich dich, es zu untersuchen. Können wir uns vorher noch die Klappe anschauen? Auf dem Boden ist eine Art Luke. Aber ich muss gerade das Datencenter untersuchen. Habe ich etwas gehört? Ist das Monokuma? Hey! Ja, gib mir alle deine Donuts! Bist du das, Hina? Was? Wie konntest du das wissen? Was ist das eigentlich? Sieht so aus wie eine Überwachungskamera. Du weißt doch noch nicht mal, was du kontrollierst. Naja, von hier kann ich halt nichts sehen. Guck mal, ein roter Knopf. Drück ihn nicht! Schade. Wolltest du ihn echt drücken? Jedenfalls sollte es das klären. Hinter der Monokuma-Tür kann man Monokuma steuern. Kriege ich dafür noch einen Eintrag oder war es das jetzt? Boah, Makoto, was zur Hölle war das gerade? Monokuma. Hä? Was meinst du? Du hast Monokuma gerade kontrolliert. Hä? Was, echt jetzt? Jupp, damit wird bewiesen, dass man über dieses Bedienfeld hier Monokuma kontrolliert. Und das wiederum beweist, dass der Drahtzieher hier gewesen sein muss. Es kann nur so sein. Der Drahtzieher hat Monokuma aus diesem Raum kontrolliert und bewegt. Und dieser Kontrollraum ist vom Überwachungsraum abgeschieden. Anders gesagt... Hey. Oder vielleicht kann der Drahtzieher nicht gleichzeitig die Überwachungskameras und Monokuma beachten. Kyoko lag richtig. Aber wenn das so stimmt, dann musste der Drahtzieher die ganze Zeit hier in der Akademie gewesen sein. So sieht's aus, ja. Aber wenn das wiederum wahr ist... Soll ich euch mal einen Hinweis geben? Ich bin mir sicher, dass ich es euch bereits gesagt habe, aber ich werde mich trotzdem wiederholen. Dieses Mordspiel begann mit 16 Studenten.
Und die einzigen, die die Hope's Peak seit dem Mordspiel betraten, sind nur diese 16. Und dann ist der Drahtzieher, Monokumas Lebenselixier. Wirklich einer dieser 16 Studenten hier. Nein, das geht nicht. Das kann nicht gehen, richtig? Was ist los, Makoto? Du siehst irgendwie ein wenig blass aus, oder bilde ich mir das nur ein? Das bildest du dir nur ein. Oh, okay. Und du? Geht's dir gut? Oh, naja. Hier hat sich der Drahtzieher versteckt, nicht wahr? Wer weiß, ob hier irgendwelche Fallen sind oder so. Naja, unmöglich ist es nicht. Aber ich hoffe echt, dass das nicht stimmt. Also, willst du langsam gehen? Ich meine, es gibt immer noch viele Gegenden. Gutes Argument. Wir können unsere Zeit hier nicht verschwenden. Okay, willst du auch gehen? Klar. Krieg ich noch eine Weizkugel dafür? Was ist, Makoto? Ich will hier langsam raus. Mir wird schwindelig. Wir hätten vielleicht vorher drauf drücken müssen. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Klappe, wo man sich denken kann, dass eine Person möglicherweise dahin abgehauen ist. Sobald sich die Tür des Centers geschlossen hat, hörte ich ein seltsames Geräusch. Was? Was war das? Die Tür! Sie wurde versperrt! Was? Meine Hand griff nach dem Türknauf. Du hast recht, aber warum das? Natürlich ist die Tür versperrt. Schließlich ist das Datencenter ab jetzt unzugänglich. Monokuma! Hey, das ist nicht fair. Du kannst nicht einfach so Räume abschließen. Das tue ich für euch. Wenn das Datencenter nämlich offen bleiben würde, könnte ich mich nicht bewegen. Stellt euch vor, wie deprimiert ihr werden würdet, sollte euer Schulmaskottchen sich nicht mehr bewegen. Aber in diesem Raum werde ich kontrolliert. Also, sitzt da gerade jemand? Yes, indeed. Gut erfasst. You're a liar. Aber das macht keinen Sinn. Wir waren gerade dort und wir haben niemanden gesehen. Oh, habt ihr nicht? Sicher, dass ihr alles gründlich untersucht habt? Ja, diese fucking Luke, Alter, die ihr mich nicht untersuchen lassen habt, ihr Penner. Sicher, dass ihr eine gewisse Luke nicht übersehen habt? Meinst du die im Kontrollraum, die wir vorhin angeklickt haben, du Penner? Sehr schade. Hättet ihr sie geöffnet, hättet ihr die Hälfte des Gerichts locker gelöst. Verdammt nochmal. Nicht nur muss ich mir die Nase putzen, sondern es ging auch nicht. Wir haben es ja versucht. Too bad. Tja, mit Dichten. Die Luke kann sowieso nicht von außen geöffnet werden, also hätte es nichts ausgemacht. Wie gesagt, dieser Raum ist jetzt unverfügbar. Ich hoffe, ihr werdet es den anderen mitteilen. Traurig, nicht wahr? Er ist weg, aber hat er gerade die Wahrheit gesagt? War der Drahtzieher wirklich dort? Wenn man bedenkt, wie das Center, nachdem wir es verlassen haben, sich selber geschlossen hat. Ja. Ich sagte, wir sollten lieber früher gehen. Nein, es ist nicht deine Schuld. Selbst wenn wir geblieben wären, hätten wir sie nicht öffnen können. Verstanden? Sorry. Okay. Jedenfalls sollte das uns nicht entmutigen. Wir müssen positiv bleiben und die verbleibende Zeit gut nutzen, okay? Du hast recht. Wenn es eine gute Sache über mich gibt, dann ist es, dass ich ständig meinen Körper bewegen kann. Okay. Verstanden. Ich werde allen mitteilen, dass das Datencenter geschlossen wurde. Danke für den Motivationsschub, Makoto. You got it. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Oh ja, das hoffen wir alle, Hina. Das hoffen wir alle. Hina, rannte weg. Und ich darf nicht tatenlos hier rumsitzen und Sachen trinken. Ich muss weiter ermitteln und vor allen Dingen zwischendurch mal speichern. Keine Angst, Freunde, wir werden noch ein bisschen weitermachen, denn wir haben noch einen dicken Batzen an Investigation-Stuff vor uns. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür jetzt gerade eine Truth-Bullet bekommen habe, weil ich so vergesslich bin. Nein, habe ich. Doch, habe ich Kontrollraum. Gott, ich bin so vergesslich. So, was haben wir denn noch auf dem Portfolio? Gucken wir doch mal in die Map rein hier. Ich würde mir, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt gerne die alten Schulareale anschauen, aber ich muss gerade mal überlegen, wo die gewesen sind. So, wir gehen in Munition rein und haben irgendwo da. Second Floor Dorms. Okay, wir sind, glaube ich, jetzt gerade im Third Floor. Das heißt, oder? Was sind wir im Fourth Floor? Wir sind im Fourth Floor. So, da waren wir ja schon drin. Das heißt, wir müssen zwei Stockwerke runter. Ich verstehe. Und das mache ich lustigerweise lieber manuell,
Weil so kann ich eine bessere Übersicht darüber halten, wo wir sind. So, ich muss jetzt einmal hier hinten rum. Njum. Njum. Ich bin halt so froh, dass sie Quick Mapping gemacht haben. Also, dass man hier sich teleporten kann. Weil, stell mal vor, ihr müsstet immer hoch und runter laufen. Das würde einem tierisch auf die Nerven gehen. Wie kam ich denn da jetzt nochmal hin? Second Floor Dorms. Das sind doch rein theoretisch die Second Floor Dorms. Oder laber ich gerade Kacka? Hallo, ich möchte zu den Second Floor Dorms. Hallo? Excuse me. Ich bin im Second Floor. Da hinten ist nämlich nur das Schwimmdingen. Gehen wir nochmal eine Etage tiefer. Oder muss ich hinten rum? Ja, ich muss hinten rum. Ich Idiot. Entschuldigt bitte, Freunde. Das war Idiotie von mir. Ich muss nicht hier in den zweiten Stock, sondern drüben im Despair Hotel im zweiten Stock. Und zwar hier um die Ecke war das, glaube ich, ne? Ja. Das sind die Second Floor Dorms. Das Gitter ist weg. Endlich kann ich mir das zweite Schlafareal ansehen. Die Frage ist, ob du das möchtest, Makoto. Was bedeutet, dass ich es tun muss? Das ist der zweite Stock der Schlafzimmer? Es erinnert mich eher an Ruinen. Oder an ein Schlachtfeld. Oder an Überbleibsel einer Apokalypse. Sehr gruselig. Ja, mein, du Scheiße, sehr gruselig hier. Guck mal, hier ist überall nur Scheiße. Da, oh, guck mal, wie gruselig hier. Das muss zugeschlossen sein. Nein, ist es nicht. Ach, ich finde, das sieht so cool aus. Das Bett ist völlig Schrott. Nein, Schrott ist noch nett ausgedrückt. Oh ja, Monocoins. Thank you, Monokuma. Ich öffnete die Tür, schaute hinein und schloss sie sofort danach. Das, was ich gesehen habe, will ich nie wiedersehen. Okay, ich glaube, das war's hier drin, ne? Die Gegend verlassen, yes. Aber nur so, für euch mal zum Sehen, so sieht eins von den zerstörten Schlafarealen aus. Kann ich hier rein? Ich meine, ich könnte rein, aber Makoto will, glaube ich, nicht. Die Mädchentoilette. Selbst hier werde ich sie nicht betreten. Nein. Kann ich hier reingehen? Ja, er lässt mich hier reingehen. Sehr schön. Oh, ich kann ja nichts machen. Aber sieht auf jeden Fall, muss ich sagen, ordentlich aus. Dafür, dass der Rest so richtig kacke aussieht. Und da war ein Fischtank, falls ihr es hinten im Hintergrund gesehen habt. Komme ich hier schon rein? Ja. Dieser Raum ist mit Spinden überfüllt. Das muss für die Studenten der Hobbs Peak gewesen sein, die vor uns kamen. Die Klasse über uns muss diese Spinde genutzt haben. Holy shit. Das Problem ist, wir müssen es theoretisch alles anklicken, von daher fliegen wir mal hier durch. Hier ist eine Metallplatte verbaut worden. Ich frage mich, was sich dahinter befindet, aber ich werde es wohl nie rausfinden. True that. So, das ist vermutlich einfach nur Müll hier, ne? Ich werde auch nicht mal versuchen, das zu öffnen. Hier müssen wir, glaube ich, einen Code eingeben. Oder? Ich frage mich, ob ich diesen Spind öffnen kann. Nein, anscheinend versperrt. Aber ist ein Kartenleser installiert. Ich muss dafür das E-Handbuch verwenden. Kann ich den Spind öffnen? Wir können es ja mal versuchen. Ich nahm mein Handbuch und wischte es über den Kartenleser. Und dann? Kein Glück. Vielleicht kann nur der Besitzer des Spindes ihn öffnen. Dann können wir ihn nie offen kriegen. Ich fliege jetzt mal ein bisschen durch für euch. Ich frage mich, ob ich ihn öffnen kann. Nein, ist versperrt. Dasselbe wie drüben. Auch hier, den kriegen wir auch nicht auf. So, die Metallplatte spare ich mir mal. Ich spare mir auch mal die hier, weil die kriegen wir sehr wahrscheinlich auch nicht auf, ne? Ja. Versuchen wir mal die hier. Der funktioniert auch nicht. Nehmen wir mal den daneben. Ich wünschte, ich wüsste, wo die... Ah, da ist der Button. Da ist der Button. Sehr schön. So. Nein, ich möchte nicht die Einrastfunktion benutzen. Fuck off, Alter. Ich falle jetzt einfach gedrückt. Nein, funktioniert auch nicht. So, dann haben wir hier nur noch, ich glaube, nur noch den hier, ne? Ja. Scheiß Einrastfunktion, ey. Warum auf Umschalt? Jetzt habe ich fünfmal da drauf drücke und ich merke, dass Caps Lock direkt da drüber ist. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal kein Glück. Fehlt nur noch dieser Raum hier.
Dieser Raum sieht nicht wie ein Schülerraum aus. Er sieht so erwachsen aus. Correct. Dies ist der Privatraum des Direktors. Kyoko! Indeed. Ich war schon mehrere Male hier, aber ich bereue... Aber immer noch bereue ich etwas Wichtiges. Deswegen wollte ich alles hier nochmal untersuchen. Sie bereut etwas? Und dieser Raum ist relativ wichtig. Wie ihr sehen könnt, weil im Prinzip nur der Rechner wichtig ist. Just saying. Dann klicken wir erstmal hier drauf. Hä, an der Wand ist ein komischer Schlitz. Soll das ein Baufehler sein oder ist das etwa eine geheime Tür? Das ist eine Lücke, ja. Aber außerdem kann man einen leichten Wind fühlen. Ein Wind? Was meinst du damit? Eine Brise. Das lässt darauf schließen, dass auf der anderen Seite ein Raum sein muss. Ein Raum? Also ein versteckter Raum. Ich glaube, ich weiß, wie ich es öffnen könnte. Und zwar? Indeed. Ganz einfach. Ich sah ein Programm auf dem PC, das den Mechanismus kontrolliert. Mit dem richtigen Passwort können wir es betreten. Aber ich weiß nicht, was es sein könnte. Ich habe schon so viele Wörter versucht. Wir wissen bloß, dass es sowohl aus Buchstaben als auch aus Zahlen bestehen kann. Das hilft uns nicht weiter. Du hast recht, es kann alles sein. Ich habe seine Papiere geschaut, seine Akten auf dem PC vor mir angeschaut, aber keinen Fortschritt. Ich habe zwar einiges über ihn gelernt, aber nichts, was einem Passwort ähnelt. So viel Zeit verschwendet. Ich weiß, was das Passwort ist. Darf ich es jetzt schon eingeben, da ich es weiß? Oder darf ich es nicht? Gucken wir doch einfach mal. Auf dem Schreibtisch steht ein PC. Er muss dem Direktor gehört haben. Lass mich das Passwort eingeben. Der letzte Nutzer, wer auch immer es gewesen sein mag, war sehr an der ultimativen Verzweiflung vernarrt. Es sind immer noch ein paar Suchergebnisse aufgelistet. Schau. Können wir dann vielleicht Informationen über die ultimative Verzweiflung ergattern? Nicht viel. Nichts, was wir nicht schon wissen. Die ultimative Verzweiflung ist kein Individuum, sondern eine Gruppe. Diese Gruppe ist verantwortlich für die Tragödie, die vor einem Jahr geschehen ist. Sie sind die schlimmsten Personen vorstellbar, deren Kraft sie aus der Verzweiflung anderer ziehen. Und das war's. Nicht viel, wie gesagt. Aber ich schätze, das war alles, was er als ein Kirigiri-Versager tun konnte. Aber jede Information bezüglich des Drahtziehers ist hilfreich, oder etwa nicht? Ich schätze, alles wert, was wir kriegen können. Verstehe, das ist gut. Gott, dieses Bild, ey. Darf ich jetzt endlich da rein? Gott. Es gibt also einen versteckten Raum, in den sie nicht gelangen konnte. Das meinte sie. Also mit bereuen. Ich glaube, dass ein großer Beweis dort auf uns wartet, hoffentlich. Aber vielleicht wartet auf sie ein wenig mehr. Jedenfalls müssen wir, bevor wir irgendetwas dort machen können, das Passwort rausfinden. Wenn selbst Kyoko es nicht rausfinden kann, stehen die Chancen sehr schlecht. Nein, warte. Ich glaube, dass das Passwort etwas ist, an was Kyoko nicht gedacht hatte. Oder eher nie denken wollte. Zum Beispiel... Wie wäre es mit deinem Namen? Was? Oh, sorry, ich dachte einfach nur über ein mögliches Passwort nach. Ich bin mir sicher, dass sie das noch nicht probiert hat. Was meiner Meinung nach verständlich ist. Aber wenn man bedenkt, was sie über ihren Vater geredet hat, hätte sie niemals ihren Namen eintippen wollen. Ich glaube, ihr ist das noch nicht einmal aufgefallen. Darf ich es versuchen? Well. Du brauchst meine Erlaubnis nicht. Und wenn du willst, dann mach es halt. Okay. Thank you! Ich bin stolz, über Kyokos Namen gedacht zu haben. Aber wenn das nicht stimmt, dann wird Kyoko nur umso mehr verletzt sein als sonst. Hey. Solltest du dir über mich Sorgen machen, dann bitte lass ab davon. Ich weiß, dass dein Versuch fehlschlagen wird. Okay, dann ich mach's jetzt einfach mal. Ich riss mich zusammen und guckte den Computerbildschirm vor mir an. Okay, ich tipp's jetzt ein. Ich habe ihren vollen Namen, Kyoko Kirigiri, eingegeben. Meine Hände waren nervös und zitterten ein wenig, während ich das Passwort bestätigte. Was? Das war's echt? Kyoko, es hat funktioniert! Why? Warum? Kyoko? Ohne mich anzusehen, ging sie schnell in den geheimen Raum. Sie sah düster aus. Kyoko. Oh, prepare for some shit. Hey, Kyoko.
Als ob ich nicht im Raum wäre, ignorierte sie mich mit einem scharfen Blick und schaute auf nur eine Sache. Ein Geschenk? Es ist so liebevoll verpackt. Deswegen war es so ungewöhnlich. Darf ich das schon mir anschauen? Zuerst sollte ich mir das ominöse Geschenk anschauen. Okay, ich verstehe. Fickt euch. Hier ist ein helles, fröhlich verpacktes Geschenk. Es passt hier kein bisschen rein. Je mehr ich es ansehe, desto verdächtiger werde ich. Wird es oder nicht? Sollen wir es öffnen? Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Aber ich meine, wir können es nicht öffnen. Okay. Makoto. Sei vorsichtig, Makoto. Warum? Ist es gefährlich? Nein, nicht unbedingt. Aber vermutlich erschreckend. Hä? Wenn ich richtig liege, dann wirst du nicht glücklich sein, das Geschenk zu sehen. Warte, also, weißt du, was drin ist? Anyway. Schrei einfach nicht, okay? Also ist etwas drin, was mich schreien lassen könnte? Ich werde es jetzt einfach öffnen, okay? Mit schweren Schritten näherte ich mich dem Geschenk. Ich holte tief Luft und berührte den Deckel. Langsam, sehr langsam, hob ich ihn hoch. Das Licht begann, die Inhalte des Geschenks zu ergreifen. Trotz eines vorsichtigen Blickes ins Geschenk, ließ ich einen Schrei aus. Ich würde sogar einen Cut machen, aber ich liebe euch zu sehr dafür, Entschuldigung. Im Geschenk waren Knochen. Menschenknochen. Das war das Letzte, was ich in solch einem glücklichen, kindlichen Geschenk erwartete. Ich meine, wer hätte das jemals erwartet? Wie ich dachte. Wie du dachtest? Wie du dachtest? Wie konntest du das wissen? Ich meine, da waren Knochen drin, Menschenknochen. Nun ja, Knochen habe ich nicht unbedingt erwartet. Ich wusste einfach, dass es in irgendeiner Art eine Leiche sein werde. Wäre. Seine Leiche. Das ist eigentlich das Gleiche. Ein toter Typ in einem Geschenk. Mein Vater. Hä? Was ist mit ihm? Correct. Was du im Geschenk gefunden hast? Die Knochen? Die Leiche? Das ist mein Vater. Oder zumindest sein Überbleibsel. Ernsthaft? Das ist Kyokos Vater? Der gleiche Mann, den Kyoko die ganze Zeit suchen wollte? Halt! Wie kannst du dir da so sicher sein? Wie kannst du wissen, dass er es ist? Zusammen mit all den Informationen, die wir bereits erlangt haben, ist das die einzige Antwort. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dann der Puppenspieler wäre, ist sehr hoch. Und laut den Dateien 2B56 sei der Direktor ein Mann in seinen späten 30ern. Es ist möglich, gar wahrscheinlich, dass er sich momentan hier aufhält. Soll ich euch einen Hinweis geben? Ich bin mir sicher, dass ich euch bereits gesagt habe, und zwar zum dritten Mal in diesem Part. Aber das Mordspiel begann mit 16 Studenten. Die einzigen, die Hauptspeak seit dem Mordspiel betraten, sind nur diese 16. Merkt es euch endlich. Dann brauche ich mich nicht nochmal wiederholen. Alter Ego sagte, dass der Direktor sich vermutlich irgendwo hier in der Akademie aufhält. Aber die einzigen, die am Anfang des Mordspiels am Leben waren, waren nur wir 16. Wenn man diese beiden Annahmen zusammenstellt, braucht man nicht viel, um herauszufinden, dass mein Vater in der Akademie ist. Allerdings tot. Zumindest dachte ich das. Während Kyoko ihre Analyse auslegte, war sie völlig ruhig und gesammelt. Oder nein, sie war nicht ruhig. Sie schien nur so. Sie spielte so. Sie sagte, es sei, wie sie gedacht hätte. Also wusste sie immer, dass es möglich war. Aber ich glaube, dass sie irgendwann hoffte, falsch zu liegen. Deswegen sah sie nicht selber ins Geschenk, obwohl sie mehrere Gelegenheiten hatte. Kyoko wollte ihren Vater sehen, damit sie auf ewig ihre Verbindung trennen konnte. Aber war das wirklich alles? Hat sie sich extra deswegen für die Hope's Peak gemeldet? Habe ich einigen Stolz weggeschmissen. Um auf die Hope's Peak zu gehen, musste ich mich der Schule preisgeben. Ich tat es, obwohl mir bewusst war, dass ein wahrer Kirigiri-Detektiv so etwas nie getan hätte. Würde sie wirklich ihren Stolz weggeben? Nur für das? Ich konnte nicht anders, als es zu hinterfragen. Geschenk wurde den Waldkugeln hinzugefügt. Hä? Dieses Bild. Oh, Zeit ist richtig reinzudrücken. Es ist so blass, es muss schon ziemlich alt sein. Warte, ist das ein Bild von... Kyoko? Nervig. Ich kam hierher,
um mich von der Vergangenheit zu trennen. Aber trotzdem. So etwas zu finden? Was willst du? Was erwartest du jetzt? Dann war ich richtig. Es ist ein Bild von Kyoko, als sie noch klein war. Der Direktor, ihr Vater, hatte die ganze Zeit so ein Bild. Er muss wirklich für sie gesorgt haben. Why? Warum? Wie? Ich wollte ihn büßen lassen dafür, dass er mich jahrelang im Stich gelassen hat. Er war furchtbar. Deswegen bin ich hier hingekommen. Und jetzt... Jetzt hat er mich schon wieder verlassen. Dieses Mal kann ich noch nicht mal mehr entscheiden, was ich tun will. Gab es jemals einen schlimmeren Vater? Kyoko. Ich glaube, dass unnötige Gespräche gerade schlecht wären. Ich sollte mich vorher noch ein wenig umschauen. Der Schreibtisch. Vielleicht enthält er einen Beweis, aber ohne Erlaubnis will ich die Sachen von ihrem Vater nicht anfassen. Hey. Mach dir keine Sorgen, du darfst dich gerne umsehen und alles untersuchen. Sicher? Because... Sicher. Okay, dann mache ich das, danke. Ich begann, alle Schubladen von oben nach unten zu öffnen, während ich in allen kurz reinschaute. Leider fand ich nur beziehungslose Dokumente. Aber in der letzten Schublade... Hä? Was ist das? Es ist ein E-Handbuch, aber unten rechts steht, nur im Notfall benutzen. Anscheinend ist das ein Notfallhandbuch. Ein Handbuch ohne Beeinschränkungen, das der höchsten Macht der Akademie überreicht wurde, dem Direktor. Das denke ich zumindest. Ich glaube, du hast recht. Es wird wichtig werden, während wir unsere Ermittlungen fortsetzen. Warum behältst du es nicht? Ich will es nicht. Aber Kyoko... Ich will und brauche es nicht. Wenn du es nicht behalten möchtest, dann lass es einfach hier. Dann nehme ich es mit zur Sicherheit. Ist das wirklich in Ordnung? E-Handbuch Plus wurde den Waldkugeln hinzugefügt. Hey. Hör mal, Makoto. Was? Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Erneut? Und zwar? So. Es tut mir leid, aber ich weiß, dass es dich behindert. Aber... Hey. Könntest du gehen? Korrekt. Nur für ein wenig. Ich will einfach allein sein. Kyoko. Mir geht es gut. Ich muss mich nur ein bisschen beruhigen. Meine Just Gefühle zu sortieren wäre ein Beginn. Weißt du, Kyoko, du hast mich über deine Beziehung mit deinem Vater aufgeklärt. Dass ihr nur durch Blut verbunden seid, weder durch Herz oder Seele, richtig? Aber vielleicht motiviert ihr in das Foto, mich irgendwann wiederzusehen. Wolltest du mir das mitteilen? Wenn das so ist, dann ist es bloß eine schwache Theorie. Und Theorien helfen mir nicht gerade, Makoto. Also gerade nicht. Dieses Foto wird die Vergangenheit nicht ändern können. Hi. So einfach geht das nicht. Du hast recht, vergib mir. Anyway. Sobald ich wieder Kontrolle über meine Gefühle habe, werde ich sofort meine Ermittlungen fortsetzen. Also bitte, gib mir ein wenig Zeit. Okay, natürlich. Dann werde ich dich später wiedersehen. Geht es ihr wirklich gut? Kyoko, es muss ein schlimmer Schock für sie gewesen sein. Oder eher für mich. Herauszufinden, was dem Direktor zugestoßen ist. Ohne Zweifel war der Drahtzieher derjenige, der solch eine böse Tat ausgeführt hat. Er hat den Direktor, Kyokos Vater, ermordet. Einfach getötet. Der Direktor ist tot. Derjenige, der ein Administrator in der Hobbs Peak ist und derjenige, der euch eingesperrt hat, das war der Direktor. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dann der Puppenspieler wäre, ist sehr hoch. Und laut den Dateien blablabla sei er ein Mann in seinen späten 30ern. Es ist möglich, gar wahrscheinlich, dass er sich momentan hier aufhält. Aber wir lagen völlig falsch darüber, dass der Direktor der Drahtzieher sein könnte. Was bedeutet, dass die wahre Identität des Drahtziehers... Boah, jetzt sag mir nicht schon wieder, dass wir den 16 Studenten, meine Fresse, zum vierten Mal in diesem Part. 15 von uns trafen sich am Anfang in der Haupthalle. Mit Mukuro waren wir 16. Und mit mir... sind nur noch 6 am Leben. Alle anderen sind tot. Selbst Mukuro. Selbst sie ist unleugbar tot. Die einzigen, die also noch leben, sind ich
Byakuya. Hiro. Toko. Hina. Und Kyoko. Nur diese 6 verbleiben. Dann gibt es keine Frage. Warte, nein, das kann nicht sein. Ich werde es nicht glauben. Es muss doch irgendwie auch anders sein können. Es muss eine andere Lösung geben. So. Ich weiß nicht, ob einige von euch das jetzt gerade noch im Hinterkopf haben. Aber womit wir in der nächsten Episode einsteigen werden, ist, wir haben ein Handbuch, was alle Schränke öffnen kann. Und ihr erinnert euch, dass unser Handbuch hier nicht funktioniert hat. Und genau das werden wir nächste Woche Montag machen. Wir werden uns hier mal anschauen, was so in den Schränken ist. Und werden uns... Hat er gerade gespeichert? War das so schnell? What the fuck? Okay. Und wir werden uns noch einige andere Locations anschauen. Wie gesagt, oben haben wir noch das Biolabor, was offen ist. Wir müssen auch noch, ich glaube, ins Dojo und in die Plantage. Ich guck mal gerade. So langsam füllen sich auch zumindest ein bisschen unsere Beweise hier. Hier. Headmasters Room waren wir waren im Datencenter, wir waren in den Dorms. Und dann müssen wir noch ins Biolab, in den Garden und in die Dojos. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich in der nächsten Episode mit der Investigation fertig sein. Und danach wisst ihr, was kommt. Und zwar ein Cluster. Von daher, ich speichere nochmal, einfach weil es so schön ist. Und wir, Freunde, sehen uns nächsten Montag wieder. Ciao, ciao.